Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Wir schreiben heute den 3. Dezember 2016 und ich habe gerade heute Vormittag das letzte Video hochgeladen von der Buchlesung und Besprechung von Babylon nach Rom, das Buch von Alexander Hislop aus 1853. Und dachte mir, dass ich den Nachmittag dieses schönen Sabbattages, weil die Sonne scheint hier bei uns in Belgien an einem klaren Himmel, schön im Dezember, mal dazu gebrauchen werde, um eine nächste Folge zu lesen aus dem Buch von Alberto Rivera, Die Heiligen Väter. Und ich habe letztes Mal aufgehört im PDF auf Seite 36, ich gehe eben nochmal zwei Absätze zurück, dass wir da wieder gut reinfinden und fange an mit einem Zitat aus der Bibel von der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 29 und 30. Vor Wölfen. Ich weiß, dass es nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Ende Zitat. Nichts anderes sind die ganzen Priester, Bischöfe, Kardinäle und Päpste der römisch-katholischen Kirche. Das jetzt im Zusammenhang ist mit dem, was davor steht, weiß ich nicht, gerne das ganze Buch nochmal anfangen. Aber das finde ich schon mal ein schönes Beispiel. Der Abfall kam eben aus dem Inneren heraus, weil die christliche Kirche von Anfang an unterwandert wurde von den Römern, von den Heiden. Und deswegen, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Deswegen kommen die so gesagt aus der eigenen Mitte, weil sie eben die Kirche infiltriert haben. Sie haben sich überall bei uns eingeschlichen, weil die Prediger nicht mehr warnen und diese wichtigen Bibelstellen auslassen. Heute, wenn man in die Kirche geht, habe ich mir erzählen lassen, weil ich tue es ja nicht selber, dann wird vor allen Dingen das Liebesevangelium gepredigt und Jesus ist dies gut und Jesus ist Liebe und bla 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 blub. Aber über die ganzen wichtigen Dinge, die Jesus jemals erzählt hat, da wird nicht viel drüber gelehrt in den Kirchen. Und warnen davon, dass wir in einer Endzeit leben, weil verdammt nochmal, die Priester wissen es doch auch, die haben die Bibel doch gelesen, oder die Pastoren wissen es doch auch die Bibel gelesen, die wissen doch, dass die Bibel einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Und dass wir uns ziemlich genau zum Ende hin befinden. Das ist ja nur für jeden, der die Bibel gelesen hat, offensichtlich. Warum werden dann keine Warnungen ausgesprochen? Warum werden dann keine Warnungen ausgesprochen, dass die Leute sich nicht nur Christ nennen, sondern auch Christ leben? Ich meine, wenn man sich zu Jesus bekennt, dann ist das nicht mehr sowas, was man eben mal am Wochenende macht, wenn man Zeit hat. Dann richtet man sein ganzes Leben danach aus. Jesus verändert uns und diese Veränderung richtet unser ganzes Leben neu ein. Aber diese Warnungen vor, dass wir in der Endzeit leben und was in der Endzeit alles passieren kann und vor allen Dingen, wie wir durch Jesus wirklich errettet werden können, das wird in der Kirche doch nicht mehr gepredigt, ne? Und viele Christen können sich das auch nicht vorstellen und wollen es auch nicht. Warum sollten sie auch? Alle wiegen sich durch diese Irrlehre in Sicherheit und die Lieblosigkeit untereinander wächst. Besonders jetzt, im 20. Jahrhundert, schreibt Alberto hier, der hat ja nur bis 97 letzten Jahrhunderts gelebt, befinden sich viele Christen im Tiefschlaf. Aber Satan schläft nicht und verschont niemanden mehr. Er weiß, der Satan, der Drache, der Teufel weiß, seine Zeit wird knapp. Meine Freunde, wenn ein Papst nach Amerika kommt und in Ehren empfangen wird, von berühmten Persönlichkeiten, nicht nur der Regierung, sondern auch der Kirchen, ja, zum Beispiel Prediger Billy Graham oder Baptist Jimmy Carter, und eben diese Leute den Papst in Rom besuchen, wenn sie zu Evangelisationen oder Staatsbesuchen nach Europa kommen, dann hat Satan grausame Arbeit geleistet. Als Jimmy Carter Präsident war, empfing er den Papst wie einen Staatschef und als ehrwürdigen geistigen Führer der 800 Millionen Katholiken. Der Präsident erlaubte dem Papst, das amerikanische Volk zu segnen. Die einzige prominente Stimme gegen seinen Besuch war die eines Atheisten. All unsere großen Glaubensführer schwiegen. Die Gründerväter der bibeltreuen Denominationen wären entsetzt, wenn sie wüssten, dass all ihre Nachfolger vom Evangelium abgeschnitten
gefallen sind. Diese Worte haben heute, Ende 2016, eine noch viel stärkere Bedeutung, wo im September 2015 der Papst doch in den Vereinigten Staaten von Amerika im Kongress zu einer vereinten Sitzung des Kongresses und des Senats aufgetreten ist und die Legislative der Amerikaner auf Richtung gebracht hat, lass uns mal sagen, denen gesagt hat, wo ihre Politik hinzugehen hat. Nichts anderes war das Auftreten des Papstes da letztes Jahr. Und einen Tag später, wo er dasselbe dann tat, vor den Vereinten Nationen und einen Großteil seines Laudato Si dort vorgelesen und vorgestellt hat. Ja? Es ist doch nichts anderes als in der Zeit, wo Alberto Rivera uns hier vor 20 Jahren oder vor über 20 Jahren bereits schon vorgewarnt hat. Nun, der beste Agent, fährt er fort, der in Amerika wirkte, war eine Frau. Sie gehörte Marias Legion an und ich hatte oft Kontakt zu ihr. Sie war dazu ausersehen, die Pfingst- und andere protestantische Gemeinden durch eine besondere charismatische Bewegung in Verwirrung zu bringen. Durch ihre Evangelisation hat sie besonders gute Arbeit für Rom geleistet. Sie stellte einen römisch-katholischen Ethik-Kodex auf. Erstens, sie verwarf abtrünnige Katholiken, wenn sie gerettet wurden. Zweitens, sie ermunterte nicht-charismatische Katholiken, ihre Kirche zu verlassen. Und drittens, wenn Katholiken zum wahren Glauben kommen, sollen sie ihre Kirche nicht verlassen. Um dies vor den Protestanten zu unterstreichen, hatte sie Priester und Nonnen vorn am Rednerpult. Mit ihrem lieblichen Lächeln vereinigte sie ein Team aller Evangelikalen der Liebe. Als Belohnung für ihre besondere Arbeit bekam sie die Erlaubnis zu einer Privataudienz beim Papst. Dazu gibt es hier einiges zu erklären. Wenn eine Person eine private Audienz bekommt, dann muss sie sich vor dem Papst niederbeugen und ihn als Jesus Christus auf Erden anerkennen. Dann legt er der Person die Hände auf und er bekommt einen besonderen Segen für besonders gute Arbeit. Normale Menschen bekommen keine Privataudienz beim Antichristen. Und wenn man das bekommt, dann steht ganz deutlich im Protokoll drauf, wie man sich zu verhalten hat. Alles ist vorher ganz genau festgeschrieben. Da gibt es keine Zufälle. Und wenn diese Besuche dann protokolliert werden, wenn sie dann aufgezeichnet werden, sowohl audiotechnisch wie auch wahrscheinlich filmtechnisch, ist alles vorher festgelegt. In der Politik, und dazu gehört auch so eine Privataudienz, in der Politik passiert nichts, was nicht vorher geplant wurde. Nun, diese Frau war also bei Tausenden von Christen beliebt. Sie unterstützte die Einheit und ermunterte Priester, Rabbiner und Pastoren, eins zu sein. Als sie starb, wurde in Las Vegas eine Messe für sie gehalten. Damals, als ich noch Jesuit war und viele von uns im Untergrund lebten, bewunderten wir ihre Arbeit. Alle Kinder Gottes seien gewarnt. Gott soll uns davor bewahren, dass wir zu Menschen aufschauen. Egal wer es ist, man wird nur enttäuscht, weil jeder Fehler macht oder fällt. Wir müssen unser Vertrauen und unsere Augen ganz allein auf Jesus richten. Er ist der Einzige, der uns nicht enttäuscht. Das kann ich doppelt und dick unterstreichen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Doch wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Aus 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 3 und 4. Und in Matthäus, Kapitel 24, Vers 24 lesen wir, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Was ist der Papst anderes als ein falscher Christ? Und was sind seine Priester, Kardinäle und Bischöfe anderes als falsche Propheten? Und was sind diese ganzen Denominationen, sogenannte protestantische Denominationen, diese ganzen Prediger, die du in den Vereinigten Staaten von Amerika findest, die ganzen Tele-Evangelizer, ne, die ganzen Fernsehprediger, was sind das alles, außer falsche Christen und falsche Propheten? Und das im Zusammenhang dann mit der charismatischen Bewegung.
meine, ihr folgt ja wahrscheinlich meine neue Buchlesung von Michael de Semlien, Alle Wege führen nach Rom. Und wenn nicht, dann muss ich da mal hier kräftig die Werbetrommel für rühren, dann solltet ihr das sich angucken, weil das ganze Buch geht um nichts anderes als um die evangelikale Bewegung, von der Albert Rivera auf Seite der Jesuiten ja teilgenommen hat. Ja. Aber gut, fahren wir fort. Zu Anfang waren die Pfingstler wirkliche Gegner Roms. Ja, die Siebentags-Adventisten waren zu Anfang wirkliche Gegner Roms. Das stimmt. Heute sind sie das nicht mehr. Und wer darüber sich erkundigen will, wer da wirklich tief rein studieren will, der muss gehen auf die Webseite SDA Apostasy. Die findet man auf der Webseite von remnantofgod.org, Presence of God Ministry von Nicholas. Da gibt es ein paar sehr interessante Links zu. Das ist natürlich alles in Englisch. Aber da gibt es mehr als genügend Beweise darüber, wie die Pfingstler heutzutage wirklich abgefallen sind und Rom folgen. Genau wie alle anderen. Aber zu Anfang, wie Alberto hier richtig sagt, waren die Pfingstler wirkliche Gegner Roms. Wovor wir bei dieser Gemeinschaft Angst hatten, war nicht das Zungenreden, das haben sie in der Pfingstgemeinde eigentlich auch nicht getan, sondern ihre Lehre, die Absonderung und ihr Leben in der Heiligung. Ihre Prediger verglichen unsere Kirche mit der Hure aus Offenbarung 17. Aber inzwischen predigen sie auch die Einheit und nicht mehr die Absonderung. Niemand soll glauben, dass dies in seiner Gemeinde nicht geschehen kann. Mittlerweile haben die Wölfe sich auch bei den Fundamentalisten und freien Evangelikalen eingeschlichen. Deswegen muss man immer so vorsichtig sein, wenn man eine, zwischen Anführungsstrichen, Gemeinschaft sucht. Wenn man ein wirklich strenger, fundamentalistischer, bibelgläubiger Christ ist, wie ich, dann weiß ich von vornherein, dass ich mich niemals irgendeiner Organisation anschließen kann und da meinen Glauben so extrem ausleben kann, wie ich ihn auslebe, wenn ich das alleine tue. Das geht einfach nicht. Und warum geht das nicht? Weil sich in solchen Organisationen immer Abfall einschleicht. Es wird in jeder Gemeinde geschehen. Und wie Alberto hier richtig sagt, mittlerweile haben die Wölfe sich auch bei den Fundamentalisten und freien Evangelikalen eingeschlichen. Man sieht es doch, was mit den Siebentagsadventisten unter anderem passiert ist. Und gibt es noch strenggläubigere Organisationen als die? Ja, wahrscheinlich schon. Und wenn es die gibt, sind die genauso von der Bibel, von der wahren Lehre der Bibel abgefallen. Nun, bekannte Evangelisten unserer Zeit werden von Rom kontrolliert. Man muss nur beobachten, wie sie sich bei Papstbesuchen verhalten, ob sie schweigen, um ihre Aufwartung machen oder in ihren Zeitungen und Blättern darüber schreiben. Die Person ansehen ist nicht gut und für einen Bissen Brot kann ein Mann zum Verbrecher werden, wie wir in Sprüche 28, Vers 21 lesen können. Gott soll seinen Kindern die Augen öffnen und sie zur Wachsamkeit aufrufen. Inzwischen wissen wir, dass Rom Baal mit einem christlichen Anstrich verehrt. Das wissen wir sicher, nachdem wir das Buch von Babylon nach Rom gelesen haben. Sie sind christliche Experten in einer falschen Religion, die behauptet, durch den Leib Christi geschützt zu sein. Warum schlagen wir, die wir hinter die Fassade blicken, nicht laut Alarm? Sehr wenige versuchen das. Die meisten haben Angst oder kümmern sich nur um ihr eigenes Seelenheil. Nur eine Anmerkung des Übersetzers hier. Ich hatte auch Angst, aber der Herr hat mir die Notwendigkeit und Dringlichkeit gezeigt und mir die Furcht genommen, dies hier ins Deutsche zu übersetzen. Und seit ich Jörg Jesus Christus kenne, habe ich keine Angst mehr. Ich werde diese Wahrheit sprechen bis zum letzten Atemzug, weil nichts anderes ist wichtig. Mir ist wurscht, was in dieser Welt mit mir passiert, aber die Wahrheit werde ich niemals verleugnen. Die werde ich verteidigen bis zum letzten Atemzug, weil ich fürchte den, der Körper und Seele in der Hölle vernichten kann und nicht den, der meinen Körper hier auf der Erde vernichten kann. Dafür habe ich Jesus Christus gewählt, als meinen persönlichen Erretter. Und er hat mir die Freiheit gegeben, dass ich keine Angst haben muss, für ihn auszusprechen.
Ich weiß, dass wenn ich mich für Jesus Christus einsetze, ich weiß, wenn ich seine unverfälschte Lehre weitergebe hier in dieser Welt, dass ich nicht auf große Liebe treffen werde, dass es immer Leute geben wird, die mich dafür kritisieren werden. Aber Jesus ist sein ganzes Leben lang kritisiert geworden. War er deswegen im Unrecht? Ich will mich hier nicht mit Jesus Christus vergleichen. Ich will nur sagen, dadurch, dass ich Jesus Christus angenommen habe und er in mir ist und er durch mich spricht, dass ich sage, solange ich die Wahrheit lehre, habe ich keine Angst in dieser Welt. Angst muss ich erst dann haben, wenn ich von dem schmalen Pfad der Tugend von Jesus Christus, von dem schmalen Pfad der Erlösung, von seinem schmalen Pfad abweiche, weil dann bin ich verloren. Aber die Freiheit, die ich bekommen habe, dadurch, dass ich Jesus Christus als meinen Erlöser akzeptiert habe, diese Freiheit gebrauche ich dafür, um die Wahrheit auf dieser Welt zu verkünden, bis zum letzten Atemzug. Im November 1979 traf sich der Papst mit den orthodoxen Führern in Istanbul. Bislang war die katholisch-orthodoxe Kirche weitgehend unabhängig von Rom. Zum Beispiel, sie hatte kein Zölibat, sie hatte auch keinen eigenen Papst. Aber nach diesem Treffen wird sich vieles ändern. Der Papst will die Orthodoxen Rom unterstellen. Auf diese Weise unterstehen ihm dann 1 Milliarde Menschen, die Orthodoxen wieder zurückbringen unter die Fittiche von Rom. Nach der großen Trennung von 1057 sollen die wieder vereint werden. Und dafür sorgt eben auch die ökumenische Bewegung. Und es gibt ja heutzutage, 2016, genügend Berichte darüber, wo sich der Papst mit den Führern der russisch-orthodoxischen Kirche getroffen hat und die sich schon längst darüber einig sind, zumindest hinter den Kulissen, um gemeinsame Sache zu machen. Gegen den wirklichen, echten Jesus Christus. Die Politiker haben jetzt mehr Angst vor diesem einen Menschen als vor der Atombombe. Die Führer dieser Welt müssen dem Papst folgen, denn das meiste Geld liegt in Rom. Hier kommt eine Anmerkung des Übersetzers. Es hält sich allerdings hartnäckig das Gerücht, das meiste Geld hätten die Juden. Wer mag solche Gerüchte wohl ausstreuen? Ja, da müsste ich jetzt einen langen Kommentar drüber machen, aber ich erspare mir das. Und dann müsst ihr halt Englisch können, wenn ihr das anschauen wollt. Ich habe eine Sendung gemacht in Hour of the Truth, die heißt It is Simply Amazing. Die geht etwas über 1,5 Stunden und handelt von einem Newsbrief, den Daryl Eberhardt in 2006 oder sowas geschrieben hat. Und der ganz deutlich belegt, dass nicht die Juden, sondern die römisch-katholische Kirche die Macht in dieser Welt haben. Ich habe jetzt keine Lust, hier im Detail drauf einzugehen, aber eine besonders interessante Anmerkung fand ich, wenn dann zum Beispiel doch Hollywood von den Juden sogenannt geleitet wird, ja, wie kommt es dann, dass aus Hollywood niemals antikatholische Filme kommen? Wie kommt es dann, dass obwohl es den Juden bekannt ist, dass Papst Pius XII. Und andere Häupter der römisch-katholischen Kirche ganz genau wussten, was mit dem Holocaust los war, zu der Zeit, dass die Juden das nicht aufdecken und dass sie die römisch-katholische Kirche dafür nicht anprangern. Aber schaut euch doch mal um. Die ganzen Filme, die aus Hollywood kommen, sind alle katholisch gefärbt. Alle. Ohne Ausnahme. Und der Grund dazu, ja, das habe ich in anderen Hour of the Truth Sendungen in Englisch bereits erklärt. Aber ganz Hollywood und natürlich auch das ganze Finanzsystem ist Jesuiten kontrolliert. Also nach dem Motto, das meiste Geld hätten die Juden, ja, das sind die Rothschilds, ja, die Rothschilds sind reich. Streite ich gar nicht ab. Aber die Rothschilds sind nur die Wächter des Vatikanschatzes. Das heißt, derjenige, der den Reichtum wirklich hat, ist derjenige, wem der Schatz gehört. Und das ist nicht der Wächter, sondern der Eigentümer. Der unrechtmäßige Eigentümer dieses angehäuften Vermögens. Und das ist der Vatikan. Und Geld ist Macht. Und der Vatikan jammert immer, dass er pleite ist. Aber er besitzt mehrere Trillionen Dollar. Der Vatikan ist ein Staat für sich, ein politischer Staat, in welchem ein Mensch im Augenblick seiner Besprengung, also der Taufe,
Bürger dieses Staates wird. Da ist wieder mal ein Grund, weshalb in der römisch-katholischen Kirche die Kindertaufe durchgeführt wird. Durch diese Kindertaufe wird das Kind automatisch ein Bürger Roms, mit allen Konsequenzen. Was sind die Konsequenzen, ein Bürger Roms zu sein? Ja, dann schaut euch nochmal meine Lesung von Herrscher des Bösen an. Da gehe ich da tief genug drauf ein. Das muss ich hier jetzt nicht mehr machen. Diese Mitglieder oder Bürger müssen zuerst Rom untertan sein und dann erst dem Land, in dem sie leben. Das ist das Credo aller Katholiken. Die erste Allianz wird gezahlt an den Papst und erst an zweiter Stelle, wenn überhaupt, kommt das Land, in dem sie leben oder dem sie dienen. Und das ist eben auch bei all den Politikern so. Weil die Politiker sind nur deswegen an der Macht, weil Rom sie an die Macht lässt. Und Rom lässt sie an die Macht, weil sie Rom ihre Allianz geschworen haben. Und sie leisten an erster Stelle Arbeit für Rom und erst an zweiter Stelle Arbeit für ihr Land. Wenn sie das überhaupt tun. Wenn es für die überhaupt noch eine zweite Stelle gibt. Ich würde sagen, dass sie erst für Rom arbeiten und dann für sich selbst und an dritter Stelle vielleicht für das Land. Wenn überhaupt. Geschichtlich und prophetisch gesehen ist die Hure aus Babylon unser Feind. Und wer diese Hure ist, das ist bewiesen in Von Babylon nach Rom, das Buch, von dem ich heute die Schlussfolgerung hochgeladen habe. Schaut euch die Abspielliste an, wenn ihr es noch nicht kennt. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung, wie wir nachlesen können in Offenbarung 17, Vers 6. Der Satan benutzt den Vatikan, um uns zu vernichten. Sehr wenige werden's glauben, dass Rom mit den Illuminaten, Freimaurern, Atheisten und dem Lions Club vereint ist. Rom kontrolliert die Banken und die Weltwirtschaft. Die Medien werden dazu benutzt, die ganze Menschheit zu manipulieren. Die Menschen sind zu unkritisch geworden und glauben alles, was ihnen serviert wird. Beispiel 11. September 2001. Die zeigen euch, wie zwei Türme, die zusammen über 1 Million Tonnen an Stahlbeton wiegen, in Staub fallen, weil ein Flugzeug da reingeknallt ist. Und die ganze Welt glaubt's. Das Endergebnis? Eine Kirche und eine Weltregierung. Und dieses Weltsystem hat nur noch einen Todfeind. Die unabhängigen, bibeltreuen Kinder Gottes. Christen, die sich vor diesem System nicht fürchten und niederbeugen, werden ihm keine Ehre erweisen. Gott sei Dank, dass wir eine glückselige Hoffnung haben. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wie wir lesen können im ersten Brief der Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 16 bis 18. Ganz, ganz wichtig, dass man das gut liest und dass man dabei auch eine andere Stelle nochmal berücksichtigt. Weil sonst kann das hier ausgelegt werden als eine Entrückung, die falsche Lehre der römisch-katholischen Kirche, nach dem Motto, danach werden wir, die Lebendigen, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken. Es gibt noch eine andere Stelle in der Bibel, die sagt das ein wenig anders, und zwar so. Wir lesen das im 1. Korinther Kapitel 15, Verse 51 bis 53. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss anziehen Unverweslichkeit, dieses Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. Es geht noch weiter, deswegen lese ich das eben nochmal, weil ich finde die letzten Sätze auch sehr schön.
Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, und die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, dass der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, nehmet immer zu in dem Werke des Herrn, weil ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und so endet 1. Korinther, Kapitel 15. Eine falsche Kunft Jesu Christi kann keinen bibelgläubigen Christen überzeugen. Wir werden verändert in einem Moment wie ein Augenblick. Schnapp. Und wir sind in die Unsterblichkeit verändert. Solange das nicht passiert, kommt Jesus nicht zurück. Also wenn euch einer erzählt, hier ist Jesus oder da, wie Jesus auch schon bereits gewarnt hat, zwickt euch einfach mal selbst. Und wenn ihr immer noch im Fleische seid, dann ist es nicht wahr. So einfach ist das im Grunde. Aber wir gehen jetzt hier zurück auf das Buch. Und man muss sich da eben bewusst von sein, dass, wie im 1. Thessaloniker Kapitel 4, Verse 16 bis 18 hier steht, was ich gerade vorgelesen habe, das nicht von irgendeiner Entrückung spricht, sondern dass das spricht von der Zeit, wenn Jesus zurückkommen wird. In dem Augenblick, dann werden wir entrückt. Wir werden nicht entrückt für irgendeiner Trübsal, wie die römisch-katholische Kirche lehrt. Nein, wir werden entrückt, wenn Jesus zurückkommt. Wenn unser Bräutigam kommt, seine Braut, die Kirche, die wahre Kirche zu holen, dann werden wir entrückt werden. Und wenn wir es nicht so geschafft haben, dann gehören wir eben zu denen, die aufstehen werden. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das ist die erste Auferstehung, weil es gibt zwei. Es gibt die erste Auferstehung, wenn Jesus Christus zurückkommt, wenn die Gerechten und die Heiligen aufstehen, wie hier im 1. Thessaloniker beschrieben sind. Und es gibt die zweite, zum Gericht. Wo wollt ihr aufstehen? Wenn die endgültige Inquisition beginnen wird, dann wird ein besonders ausgeklügelter Plan in Kraft treten und jede kleine unabhängige Gruppe von Christen wird aufgespürt werden. Da warnt also Alberto Rivera vor, bereits in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, und darauf sollten wir uns jetzt langsam gefasst machen. Weil die Inquisition wird wieder in einen höheren Gang geschaltet werden. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Die endgültige Inquisition, wenn die beginnen wird, wann wird die denn beginnen? Wir sind jetzt mehr als 50 Jahre nach dem Vatikanum II. Wir haben jetzt am 3. Dezember, wo ich hier bin, das Jubiläumjahr abgeschlossen oder sind kurz davor, das abzuschließen. Ich weiß nicht, ob es bis zum 30. November dieses Jahres ging oder bis zum 8. Dezember. Das sind ja nur noch 5 Tage, werden wir sehen. Aber dann ist die endgültige Inquisition wieder da und wird weiter beginnen. Und jede kleine unabhängige Gruppe von Christen wird aufgespürt werden. Ja, natürlich, guck, ich mache diesen ganzen Job hier, was ich mache, alles übers Internet. Und natürlich ist es leicht, mich zu finden. Mich und andere, die so sind wie ich. Kein Problem, lass sie mich finden. Interessiert mich nicht. Bis zum letzten Atemzug werde ich die Wahrheit sprechen. Bibeltreue wird gesetzlich verboten werden. Erinnert ihr euch noch an das Gesetz, das dieses Jahr rauskam, dass man in Russland außerhalb einer Kirche, also außerhalb des Gebäudes der Kirche, nicht mehr evangelisieren darf? Du darfst in Russland nicht auf der Straße, nicht in einem Café, Restaurant, Diskothek, zu Hause, übers Internet oder wo auch immer, außerhalb der Kirche darfst du keinen Menschen zu Jesus bekehren. Und wie kann man das machen in einer Kirche, die korrupt ist? Rom und seine Agenten werden jede Tür zum freien Glauben verschließen.
Diese Aufgabe werden die Jesuiten übernehmen, die aber nicht als solche erkannt werden, so wie damals Jim Jones, den ich übrigens persönlich gekannt habe. Er war ein Jesuitendiakon, das heißt ein Laie unter einem besonderen Eid. Dieses Jones-Massaker war als militärische, religiöse und politische Aktion hervorragend geplant. Übrigens noch heute ist nicht geklärt, warum so viele Menschen widerstandslos in den Tod gingen. Jones war der Schüler eines Hellsehers höheren Ranges, ein Prediger, besessen von Dämonen und tief im Okkulten. Er war ein geübter Jesuit und ein standfester Soldat der römisch-katholischen Kirche. Er beschäftigte sich mit den ökumenisch-charismatischen Ideen des Vatikans und predigte ebenfalls das Evangelium der Liebe. Seine Anhänger waren zum Teil Katholiken, teils Abtrünnige und auch nicht gerettete Protestanten aus verschiedenen Denominationen. Im Jahr 1953 gründete er die Christliche Versammlung Gottes. Im Jahre 1962 war er Missionar in Brasilien. 1964 wurde er bei den Schülern der Christuskirche ordiniert und vereinigte diese mit seiner christlichen Versammlung. Seine Hauptleute waren Katholiken und als Jesuit verlangte er, dass man ihn Vater nannte. Im Jahre 1973 mussten ihn seine Anhänger anbeten. Dies alles war Teil des geplanten Massakers. Es war totale Hörigkeit. Es war Gehirnwäsche. Es waren spirituelle Übungen, die dazu führten, dass die Nachfolger von diesem Jim Jones nichts anderes waren als Zombies. Perende ac cadaver. Kadavergehorsam. Den hatten sie ihm gezollt. Und deswegen gingen sie alle in den Tod. Unter Roms Instruktion bereitete Jim Jones sich vor, seine Herde zu opfern. So wie es der Jesuiteneid verlangte. Als es dann geschah, war die Welt erschüttert. Die Zeitungen und das Fernsehen stellten Jones als verrückt gewordenen Fundamentalisten hin. So gerieten alle Rechtgläubigen unter den Verdacht des Fanatismus. Und noch heute hält sich hartnäckig das Gerücht, religiöse Fundamentalisten seien nicht normal, hätten Glaubenspsychosen und seien zum Teil auch gefährlich. Da kann ich nur zusagen, die Bibel lehrt uns, wie Jesus sagt, verletze keinen Menschen. Natürlich bin ich fundamentalistisch in meinen Ansichten, in meiner Moral und in meiner Lehre. Aber ich kann doch nicht jemanden körperlich angreifen. Damit würde ich die Lehre Jesus Christus verletzen und ihr entgegenwirken. Körperliche Gewalt gehört nicht zu meinen Aufgaben. Ich kämpfe mit dem zweischneidigen Schwert, das Wort Gottes. Also auch noch heute hält sich das Gerücht, dass religiöse Fundamentalisten nicht normal seien. Wir werden ja heute auch Terroristen und was weiß ich nicht alles genannt. Sie hatten Glaubenspsychosen und seien zum Teil auch gefährlich. Was für ein teuflischer Betrug! Und wieder sagten viele Prediger, die um die Umstände wussten, ihren Gemeinden nichts. Aus Angst um sich selber oder aus Gehorsam der Ökumene wegen. Sie brauchen den katholischen Beitrag, um ihre Gemeinden zu erhalten. Außerdem denken immer noch genug Prediger, dass die Katholiken gerettet sind. Also wozu aufklären und warnen? Welche Tragödie! Rom hat es gerne, wenn Nonnen und Priester in der Christenheit aufgenommen werden, denn es vernichtet die wirklichen Gläubigen. Eine kleine Bemerkung hier, wir als Gläubige müssen ihnen vergeben, sie lieben und für sie beten. Gott wird ihr Richter sein und nicht wir. Ganz richtig. Wir müssen sie aber aufdecken und wir müssen mit den Fingern auf sie weisen und wir müssen ihnen sagen, dass sie auf dem verkehrten Pfad wandeln. Damit bezeugen wir unsere Liebe. Das ist genauso, wie ich es in dem Buch von Alle Wege führen nach Rom auch lesen werde. Da gibt es einen Absatz darüber, wie wir mit Katholiken und solchen Leuten umzugehen haben. Da sage ich das auch. Deswegen gehe ich da jetzt hier nicht drauf zu weit drauf ein. Wartet halt die Lesung des Buches ab und hört euch das da an. Aber wir als Gläubige müssen ihnen vergeben. Ja, da bin ich nicht ganz mit einverstanden. Vergeben muss ich jemandem, wenn er bereut. Dann muss ich jemandem vergeben. Wenn einer nicht bereut, dann muss ich ihm nicht vergeben. Aber ich muss ihn lieben und ich muss ihn für ihn beten. Ich muss ihn lieben und ich muss für ihn beten, dass er den richtigen Pfad findet.
Ich muss ihm nicht vergeben, da bin ich nicht mit einverstanden. Vergeben tue ich nur jemandem, der auch bereut. Ohne Bereuung keine Vergebung. Das ist Quatsch. Das ist absolut Quatsch, jedem vergeben zu müssen. Wenn einer nicht bereut, nein. Aber dann kann ich immer noch dafür beten, dass er auf den wahren Pfad findet. Dann kann ich immer noch dafür beten, dass er die Wahrheit irgendwann erkennt und dass er erkennt, dass er einer falschen Lehre folgt, der römisch-katholischen Lehre, die so geschickt es schafft, Milliarden von Menschen zu belügen und zu betrügen und in ihren Bann reinzuziehen. Dafür muss ich beten. Und das bezeugt meine Liebe einem anderen gegenüber. Aber ich muss nicht vergeben, wenn keine Reue da ist. In Matthäus 5, Vers 44 lesen wir: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und in Lukas 6, 37 lesen wir: Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Und in Markus Kapitel 7, Vers 1 bis 23 lesen wir: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern der den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ein interessantes Zitat aus Markus Kapitel 7, das auch in meinem kleinen Video über Ökonomismus vorkommt. Schaut euch das mal an. Wie werden die Christen diese Verführung aufhalten können? Jesus hat uns in Matthäus 24 gewarnt, dass wir in der gefährlichsten Zeit der Welt, dass wir der gefährlichsten Zeit der Weltgeschichte ins Auge sehen. Wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Wie wir in Matthäus 24, Verse 3 und 24 lesen können. Unsere Hirten müssen Alarm schlagen und das Richtige predigen. Aber es gibt keine Wachmänner mehr, die noch Alarm schlagen. Die Hunde haben sich schlafen gelegt. Die Wachhunde mit ihren fetten Bäuchen, anstatt Alarm zu schlagen, wenn der Feind anrückt. Alle müssen Buße tun, sich völlig absondern und an Christus und seiner Lehre festhalten oder wir werden verführt werden. Mein Herz bricht, wenn ich an die vielen katholischen Gläubigen denke, die von ihrem falschen Christus im Vatikan verraten und dem Satan ausgeliefert sind. Er gibt ihnen die falsche Hoffnung, dass sie gerettet sind und in den Himmel kommen werden. Aber Milliarden werden in der Hölle ihre Prediger und Priester verfluchen, weil sie durch ihre falsche Lehre in die Irre geführt haben. Gott möge ihnen helfen, dass sie ihren Glauben und ihr Vertrauen auf Jesus setzen und aus dem System weggehen, um Errettung und ewiges Leben zu erhalten. Rom lehrt weiterhin, dass es keine Rettung außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt. Nein, Rom weicht nicht von seinem Standpunkt, den Papst Bonifatius VIII. 1302 erklärt hat, wo er in der Bulle Unam Sanctam gesagt hat, es ist unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Und Satan weiß sehr wohl, dass die Zeit knapp wird, dass Jesus bald wiederkehrt, um seine Braut ins Paradies zu holen. Satan ist ebenfalls bereit, seine Braut für den Antichristen durch dieses verlogene System mit in die Hölle zu nehmen. Also, jeder hier auf dieser Welt ist eine Braut. Ob er die Braut Christi ist oder die Braut des Antichristen, das liegt zum großen Teil auch bei jedem selbst. Man muss einfach sehen, dass wir uns zum Vater und damit zum Sohn bekennen müssen. Und nur wenn wir das tun, werden wir gerettet werden und werden wir die weiße Braut sein und nicht die Hure. Jetzt kommen wir auf Seite 40 zum dritten Teil
dieses Buches Die Heiligen Väter von Alberto Rivera. Offenbarung 18, Vers 2. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung von Dämonen und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und verhassten Vogels. Und damit sprechen wir über unreine Geister. Aber Wüstentiere werden dort lagern und voller Eulen werden ihre Häuser sein. Strauße werden dort wohnen und unreine Geister, Dämonen werden dort tanzen. Jesaja 13, Vers 21. Dies ist eine prophetische Studie, um die okkulte Seite der großen Hure Babylon aufzuzeigen. Aufgezeichnet vom Übersetzer in Zagreb 1984. Erlebnisberichte Alberto Riveras in Spanien. Mit unreinen und verhassten Vögeln ist der Strauß gemeint. Seltsamerweise kann man seit ein paar Jahren diesen Vogel bei uns in Europa in jeder Metzgerei in der Fleischtheke finden. Ist das Zufall? Diese Geschichte beginnt in einem kleinen Dorf in den Bergen einer kanarischen Insel im Südwesten Spaniens. Dieses einmal sehr glückliche Dörfchen ist wie über Nacht ungewöhnlich ruhig geworden. Sobald die Sonne unterging, flüsterten die Dorfbewohner nur noch, gingen nicht mehr aus und man hörte auch abends keinen Gesang mehr. Die Furcht hatte die Herzen der Bewohner erfasst. Die Geschäfte schlossen schon am Nachmittag und ein Nachbar riet dem anderen: Komm lieber morgen wieder, es wird bald dunkel, es ist besser nach Hause zu gehen. Böse Dinge hatten das Dorf heimgesucht. Sogar die Tiere verkrochen sich in der Abenddämmerung verschreckt. Es waren absonderliche Stimmen und entsetzlicher Lärm aus dem Hause der Witwe Carmen Montes zu hören. Sie war eine sehr ergebene Tochter der katholischen Kirche. Carmens Nächte waren Nächte des Grauens. Auch die Dorfbewohner litten darunter und fragten mit gedämpfter Stimme: Wandern hier die Toten durch unsere einsamen Straßen? Carmen zündete eine Kerze an und betete zu Maria, dass in dieser Nacht das Schreckliche nicht wieder in ihr Haus kommen möge. Ihr Herz klopfte und der kalte Schweiß stand auf ihrer Stirn. Sie fühlte einen kalten Hauch in ihrem Rücken und drehte sich um. Sie hörte, wie die Eingangstür langsam aufging. Diese Tür hatte sie noch vor Sonnenuntergang mehrere Male abgeschlossen. Das Unheimliche wiederholte sich, wie in den Nächten zuvor. Der Grund für das Grauen liegt ein paar Jahre zurück. Carmen hatte eine Tochter, die zu der Zeit 13 Jahre alt war. Sie litt an epileptischen Anfällen. Die Ärzte waren ratlos. Es gibt keine Medizin, die der kleinen Margareta helfen könnte. Carmen nahm daraufhin ihr Kind zu einem Wallfahrtsort mit und legte dort ein Gelübde ab. Sie versprach dafür zu sorgen, dass Margareta eine Karmeliternonne werden würde, wenn Mutter Maria sie heilen würde. Als sie der Statue der Maria dies gelobt hatte, wurde ihre Tochter mit einer seltsamen Kraft erfüllt. Sie hatte seit diesem Moment keine Anfälle mehr und die Ärzte wunderten sich über den guten Gesundheitszustand, als sie Margareta untersuchten. Sie erholte sich zusehends. Carmen betete die Jungfrau Maria an für die Heilung ihrer Tochter. Kurz danach begann die Heimsuchung ihres Hauses. Sie hörte Schreie, Gebrülle und Gelächter gilt zugleich. Dann meinte sie wieder, schwere Ketten würden über den Boden gezogen und andere schreckliche Geräusche. Sie suchte den örtlichen Priester auf und bat ihn um Hilfe. Sie schilderte ihm, was Nacht für Nacht in ihrem Haus geschah. Wir glauben, das alles hat mit der Folter ihrer Verwandten im Fegefeuer zu tun. Sie verlangen nach mehr Messen und Kerzen, damit ihre Qualen erleichtert werden. In der Agonie empfinden sie ihre Qualen besonders stark. Das wird aufhören, wenn sie ihnen helfen. Ach, Vater, wir sind sehr arm, verstehen Sie? Aber ich werde sehen, was ich tun kann. Es wurden viele Messen gelesen, aber es hörte nicht auf. Im Gegenteil, es wurde jede Nacht schlimmer und schlimmer. Die ganze Familie war verstört, mit Ausnahme von Margareta. Sie saß ruhig in ihrem Zimmer, betete den Rosenkranz und lernte fleißig, um eine Karmeliterin zu werden. An dem Tag, als Margareta das neue braune Kleid des Karmeliterordens anzog, schlug die teuflische Kraft mit großem Zorn zu.
Als ob ein Orkan im Haus tobte, flogen Bilder von der Wand. Carmen schrie vor Entsetzen auf, nur im Zimmer ihrer Tochter war es still. Sie hatte ihren Rosenkranz in der Hand und betete wieder. Der Bezirkspater hatte wegen der Protestanten im Dorf Angst, denn sie wussten von Carmens Problemen. Der Priester ersehnte sich ein Wunder. Er wollte ihnen die Macht seiner Kirche zeigen. Diese Protestanten sollten sich schwach und hilflos fühlen. Er rief bei seinem Bischofsamt an und bat seinen Vorgesetzten um Hilfe. Der Bischof solle die Seelen aus dem Fegefeuer begnadigen, damit sie das Haus von Carmen verließen. »Ich habe alles vorbereitet für die Austreibung der bösen Geister. Die Hostie ist geweiht. Ich habe extra dafür eine Messe abgehalten.« Am Anfang der Austreibung brach der ganze Zorn der Hölle über Carmens Haus herein und seine Kraft wurde stärker und stärker. In der Wohnung war ein höllischer Lärm und Carmen konnte sich nur noch durch Schreien mit ihrer Tochter verständigen. »Ich halte es hier nicht mehr aus!« schrie sie. In diesem Augenblick kam der Dorfpfarrer vor dem Haus an. Man hatte ihn ausdrücklich gewarnt, das Haus nicht alleine zu betreten. Er solle unbedingt auf mich, Rivera, warten. Ja, ich war dieser Bischof, der die Austreibung vornehmen sollte, und der Dorfpfarrer musste mir dabei helfen. Als Jesuitenpriester konnte ich mit diesen Mächten am besten umgehen. Der Dorfpriester wollte die Tür öffnen, aber die Klinke ließ sich nicht niederdrücken. Die Tür wurde aus den Angeln gehoben und durch die Luft ins Haus gezogen. Dem Priester ging es ähnlich wie der Tür. Eine unbekannte Kraft setzte die Tür wieder in ihre Öffnung und schloss sie. Dann hörte man den Priester im Haus entsetzlich schreien. Als ich ins Dorf kam, fand ich nur den Helfer des Priesters vor. Ich fragte, »Wo ist der Pater?« »Er ist gerade losgegangen und wartet vor dem Haus auf uns«, antwortete der Helfer. Das gefiel mir ganz und gar nicht. Er hätte in seinen Amtsräumen auf mich warten sollen. Kleine Bemerkung, Ignatius Loyola kommunizierte mit Geistern der Welt bei der Gründung des Jesuitenordens. Durch ihn entstand das Wissen über den Exorzismus. Da bin ich nicht ganz mal einverstanden, das gab es vorher auch schon. Auch zu Jesus-Zeiten wurde ja Geisteraustreibung oder Dämonenaustreibung praktiziert. Und die Juden hatten ja Jesus beschuldigt, dass er Geister mit dem Teufel austreiben würde. Was man ja nur wissen kann, wenn man das selber tut. Ja? Interessanter Fall in der Bibel darüber. Aber lesen wir mal weiter. Ich war also gebeten worden, diesem örtlichen Priester bei der Austreibung zu helfen, da ich auf diesem Gebiet als Jesuit gut trainiert und den Bereich der Geister jahrelang studiert hatte. Die Prozession lief vor der Kirche los und machte sich auf den Weg zu Carmens Haus. Der ganze Verkehr stockte und die Leute blieben ehrfürchtig stehen, wenn sie die Hostie sahen. Sie stiegen aus ihren Autos aus, knieten sich nieder und bekreuzigten sich, da sie glaubten, dass Jesus Christus persönlich in Form dieser Hostie an ihnen vorbeiginge. Sie hatten Angst, die Hostie, Gott, den Priester oder ihre Kirche zu beleidigen. »Wo ist der Priester?« fragte ich und bekam als Antwort, »er ist ins Haus gegangen.« »Gib mir das Weihwasser«, forderte ich. Das Küchengeschirr flog durch die zerschlagenen Fenster. Drinnen hörte man Stimmen. »Schnell, hilf uns, heil Mutter Maria!« »Wir gehen rein«, sagte ich bestimmt, aber der Helfer erklärte mir, er habe Angst. »Hab keine Sorge, folge mir nur nach und bleib in meiner Nähe«, beruhigte ich ihn. »Vater Rivera, sehen Sie, die Tür geht auf!« Knarrend öffnete sich die Tür und blutüberströmt flog der Priester raus. Jemand fragte, »Ist er tot?« »Heilige Mutter Maria, er ist tot!« »Er sieht aus, als ob ihn jemand mit einem Schermesser zerschnitten hat«, rief ein anderer. Der Helfer schrie, »Sie dürfen nicht hineingehen! Sie werden getötet!« »Ich muss!« Eine unsichtbare Hand packte mich und riss mich durch die Türöffnung ins Haus. Ich wurde wie ein Kreisel zur Zimmerdecke hochgedreht. Etwas riss an meinem Talar und zog mir meine ganze Kleidung aus. Den anderen im Hause ging's auch nicht besser. Es war ein Schreckensszenarium. Einige Frauen schwebten über dem Boden oder sie flogen mit einer ungewöhnlichen Geschwindigkeit durch den Raum und erbrachen eine grüne Substanz. Obwohl diese Kraft voller Zorn war, kam sie doch nie in Margaretas Nähe. Ich hörte Geschrei und Lachen gleichzeitig. Ein wilder Sturm tobte und machte alles kaputt. Er riss die Möbel um und schleuderte sie zusammen mit anderen Gegenständen durchs ganze Zimmer. Stühle gingen zu Bruch. Ich fiel auf den Boden, der mit dem Schaum und grünem Schleim bedeckt war. Als ich versuchte, das Haus mit Weihwasser zu segnen, schrie Margaretes Tante entsetzt auf, »Sie haben kein Kruzifix!« Sie bemühte sich, es auf dem Boden zu finden, doch dann nahm sie eine Schere und bildete damit ein Kreuz. Die Kraft verließ sofort das Zimmer und ging in ein anderes.
In diesem Moment kamen alle, die mir helfen sollten, zur Tür herein. Ich fand das Kruzifix, schnappte es und fing an zu beten. Als ich mein lateinisches Gebet sprach, fielen Mädchen um auf den Boden und man hörte abwechselnd Geschrei und Gelächter. Zuerst gab ich Margareta die Hostie, denn sie schien der Mittelpunkt dieses dämonischen Geschehens zu sein. Danach gab ich sie den anderen Anwesenden. Die Stimmen in der Luft wurden leiser. Endlich verließ die Kraft das Haus. Es sah aus wie ein Schlachtfeld. Waren das wirklich die Seelen Verstorbener? Nein, das waren Dämonen. Haben die Hostie und das Kruzifix diese Macht ausgetrieben? Nein, das war ein teuflisch klug durchdachtes Schema. Satan inszeniert das, um das Volk noch enger an die Priester zu binden und bei ihnen Schutz zu suchen. Und das kostet sie ihre Seelen. Was also bezwecken Satan und seine Dämonen? Warum wollen sie Menschenseelen? Dazu müssen wir zurückgehen bis in die Zeit, als Luzifer sich gegen Gott erhob. Er zog ein Drittel der Engel in seinen Bann und machte sie besessen. Als Gott sie alle aus dem Himmel stieß, war das eine Katastrophe für Luzifer. Gott gab ihm den Namen Satan und die gefallenen Engel heißen seitdem Dämonen. Und Gott versprach ihnen, dass sie dafür in den Feuersee geworfen werden. Satan ist der Fürst der Finsternis geworden. Die Dämonen sind seine Armee der unreinen Geister. Sie sind fähig, sich jede erdenkliche Art von Bosheit auszudenken. Sie sind schlau und intelligent und dienen ihrem Herrn in blinder Ergebenheit, Kadavergehorsam. Auch im Spirituellen finden wir das. Am Anfang gab Gott Adam die Herrschaft über alles, was auf Erden ist, und Satan hasste ihn deswegen. Als Adam gesündigt hatte, ging die ganze Kontrolle über die Erde auf Satan über. Er hat jetzt das legale Recht und die geistliche Herrschaft auf der Erde. Er kommandiert seine Armee, auf dass sie die Gedanken und die Körper der von Gott getrennten Menschen beherrschen. Im 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28 lesen wir: Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und weiter im 1. Mose, Kapitel 6, Vers 5: Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Da sahen die Söhne Gottes, die Töchter des Menschen, der Menschen, wie schön sie waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Und hier geht es nicht um Engel, sondern hier geht es um die Söhne Gottes, das sind die Aufrechten aus der Linie des Seth, des Samens, der die Schlange den Kopf zertreten wird. Engel haben keinen Verkehr mit Menschen. Dies ist sehr oft falsch verstanden und auch hier in diesem Buch nicht richtig erklärt. Wer es hier also drin liest, sollte vorsichtig sein, mit der Bemerkung, dass die Söhne Gottes hier als Engel erklärt werden. Das ist nicht korrekt. Die Söhne Gottes sind diejenigen, die aus der Linie des Seth entstanden waren. Es gibt die zwei Linien, die Linie des Kain und die Linie des Seth. Genesis 3, Vers 15 spricht da ja drüber, wie wir nachlesen können. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das sind die zwei Linien, die auf dieser Erde sind. Es gibt die Linie des Weibes und die Linie des Satans. Und Gott will Feindschaft setzen zwischen der Linie des Weibes und dem Samen Satans. Und der Same des Weibes wird Satan den Kopf zertreten und Satan wird ihm in die Ferse stechen. Es gibt keinen Verkehr zwischen Menschen und Engeln. Und hier in diesem Buch ist das falsch dargeschrieben, deswegen finde ich diese Erklärung eben mal notwendig. Aber die ganze Welt war okkult verseucht und so hat Gott
alles Lebendige auf der Erde mit der großen Sintflut ausgelöscht. Ausgenommen Noah und seine Familie. Sie fanden Gnade vor Gott, weil sie seinem Wort treu waren. Und trotzdem, nebenbei bemerkt, hat der Geist Satans überlebt. Sonst hätten wir ja heute eine perfekte Welt. Alles ertrank. Die Dämonen verließen ihre Körper und folgten der Arche, wartend auf neue Opfer, die in der Zukunft geboren werden sollten. Noahs Söhne fingen an, den Turm zu Babel zu bauen. Gott verwirrte daraufhin die einheitliche Sprache. So entstanden die verschiedenen Völker, die Nationen. Eines dieser Völker waren die Chaldäer aus Ur, von denen Abraham abstammte. Die Chaldäer waren Götzenanbeter. Noahs Gottestreue hatte also kaum Auswirkungen auf seine Nachkommen. Daran sieht man, dass die Dämonen nach der Sintflut wieder genug Opfer hatten. Gott hat die Hölle, also den Feuersee, für den Teufel und seine Engel vorbereitet. Und leider auch für die Menschen, die ihnen dienten. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engel. Matthäus, Kapitel 25, Vers 41. Satan weiß wohl, wo er sein Ende finden wird, wenn Jesus Christus zurückkommt und die Herrschaft auf der Welt übernimmt. Er ist bestrebt, so viel Menschen wie nur möglich mit in die Hölle zu reißen. Jesus nannte Satan den Vater der Lüge. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Johannes, Kapitel 8, Vers 44. Satan denkt sich ständig neue Wege aus, um die Menschen auf ewig zu vernichten. Er hält sich für sehr klug. Satan kennt die biblische Prophetie auch und wusste, dass Gott eines Tages Fleisch werden würde und sein Name Jesus sein würde. Und weil dies alles geschehen musste, um die Menschheit vor dem Feuersee zu retten, hasst Satan ihn und versucht mit aller Gewalt, Gottes Werk zu vernichten. So hat er einen eigenen Jesus entstehen lassen, sich ein anderes Evangelium ausgedacht und einen anderen Geist ausgesandt, um die Menschheit in die Irre zu führen. Satan entschied, ein okkult-religiöses System zu entwickeln, mit dem er die Welt kontrollieren kann. Ich möchte der Welt dieses satanische System vorstellen. Satan benutzte dafür zwei Menschen, Semiramis und Nimrod. Die erste Stadt nach der Sintflut hieß Babylon. Kurz nach der Sintflut zogen die Menschen nach Osten in das Land Shinear, wo diese Stadt erbaut wurde. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinear und ließen sich dort nieder. 1. Mose, Kapitel 11, Vers 2. Dieses Land wurde bekannt als das Land Babylonien und später in der Geschichte als Mesopotamien. Satan errichtete in Babylon seine Regentschaft. Nimrod war der erste König. Er sorgte für Aufruhr gegen Gott. Das Volk war sehr beeindruckt von ihm, und so war es ein leichtes, sie gegen Gott aufzuhetzen. Zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris gab es ein fruchtbares Land. Und es gab wilde Tiere, die die Bevölkerung bedrohten. Ein kräftig gebauter Mann erschien auf der Bildfläche und bot den Menschen gegen die Bestien Schutz und Sicherheit. Und Kusch zeugte Nimrod, der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. 1. Buch Mose, Kapitel 10, Verse 8 und 9. Nimrods Frau war Semiramis, Babylons erste Königin. Mit diesen Menschen legte Satan die Grundlagen für seine religiöse Maschinerie, die Gottes Arbeit verhindern und viele Milliarden Menschen vernichten sollten. Die babylonische Mysterienreligion. Und wer da mehr drüber lesen möchte und erfahren möchte und das bis jetzt noch nicht gefolgt hat, der sollte sich halt meine Buchlesung anschauen von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Wir wollen sehen, wie Satan seinen Plan verwirklichte. Damit werde ich diese Lesung beenden, weil eine Stunde erreicht ist und wir werden uns im nächsten Teil
am Ende von Seite 44 anschauen, wie Satan seinen Plan verwirklichte. Bis hierhin für heute, am 3. Dezember 2016, den schönen Sabbattag. Und Jörg von Joggle 66, Stunde der Wahrheit, wünscht euch noch einen schönen weiteren Tag und hofft und betet dafür, dass Gott euch behüten und beschützen und segnen möge auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.